Ist hier irgendwas? So ein Secret Bottom, wo man vielleicht dann doch vielleicht. Nein. Schade. Okay, dann gehen wir. Eine Maske ist cool, eine Maske ist cool. Dann kann ich so eine auf Zorro machen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ach Gott, zurück zur Protectors-Enklave. Gibt's da wieder Portale und den ganzen. Ja, das ist nichts Neues, mein Freund. Ah ja. Warte, ist ja, habe ich vielleicht irgendwie Post bekommen? Ah ja, nur den üblichen Kram. Kauft meine Kohle. Kauft für richtiges Geld Neverwintergeld. Nö. Kann Rex eigentlich wieder zur Ausbildung gehen? Oh, Ausbildung beginnen. Tschüss, Rex. Nervt er mich nicht mit seinen. Man sagt ja, wenn man auf der Siegerstraße ist. Spasti, ey. Konnten sich die Entwickler auch nichts Besseres einfallen lassen, als immer diesen selben Rotz zu geben, ey. Aber nett. Dunkler sieht's ja hier viel cooler aus. So, gleich geht wieder das Event los. Yay. Ja. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Hier, Pestausbruch. Ich habe die Pestexplosion von hier beobachten können, aber ich hätte es voraussehen müssen. Möge Torm uns beschützen. Ihr scheint ja ein wahres Talent dafür zu haben, gegen alle Widerstände anzukommen. Das sollte von Nutzen sein, wenn wir uns Resard vorknüpfen. Quest abschließen. Ja, Mann, Level 19. Geil, jetzt kann ich doch die Maske anziehen. Der Pestturm. Viele von der Zauberer hatten sich an den Magier Resard gewandt, der ihnen in seinem Turm des Trostes Heilung versprach. Alter! Hatte sie für irgendein dunkles Ritual ausgenutzt. Dass es dabei zu einer Pestexplosion gekommen ist und so ein Teil der Stadt zerstört wurde, war sicher nur ein Nebeneffekt. Selbst jetzt noch arbeitet Resard daran, das Ritual abzuschließen. Wir müssen ihn unbedingt aufhalten. Nicht nur zum Wohle der Stadt, sondern auch in Erinnerung an die betrogenen und getöteten Seelen. Cool, dieses... Oh, der Umhang ist geil, den nehme ich dann. Aber habt ihr diesen Blitz gehört? Alter, in Bremen ist ja Scheißwetter, ey. Egal, reisen Sie zum Pestum mit riesigen Razzard. Aufruhr im Kronzenzacken. Vor vielen Jahren gründete der Pirat Traven Blackdagger aus Luskan im Norden von Neverwinter eine Festung und sein eigenes Banditenkönigreich. Er kam während der Zauberpest ums Leben, aber die Toten finden keine Ruhe. Traven ist zurückgekehrt und überzieht von seiner alten Feste aus das Land erneut mit Unheil. Seinem Treiben muss ein Ende gesetzt werden. Die Harfner, eine recht geheimnisvolle Gruppe, haben beschlossen, sich der Sache anzunehmen und Neverwinter ihre Zusammenarbeit angeboten. Ich weiß nicht viel über sie, aber es wäre dumm, ein so großzügiges Hilfsangebot abzulehnen. Sie haben Agenten geschickt, die euch helfen sollen, Traven aufzuhalten. Einen, genannt Siebenzehe, findet ihr im Süden der Blackdagger-Ruinen beim Gasthaus Kronenzacken. Alles klar, das werden wir auch erledigen. Alter, dieser Blitz hat mich voll erschrocken. Okay, können wir jetzt irgendwas auf 3 machen? Natürlich nicht. Achso, mit 20 Punkten. Das heißt, einen Punkt kann ich noch verteilen und dann geht's los. Ich will erstmal gucken, was das kann. Ihr werdet einen Fächern klingen von euch aus. Und ich... kann ich das? Schalten Sie rang alle früheren Kelp. Ah, oh, schade. Das geht erst, wenn ich Dings da habe. Dann grade ich nochmal... Ja, komm. Einmal Hartnäckigkeit auch noch. So, fertig. Neue Talent, dann nehme ich noch das. Fertig. Hey. So, schließen. Gibt es irgendeine neue Mission? Also eine neue Dings hier? So, Handwerker wieder dahin schicken. Arbeit beginnen. Gibt es hier eine neue Dungeon? Nein. Aber wir können jetzt eine Maske anziehen. Und darauf freue ich mich tierisch. Ey, das sieht ja geil aus. Jetzt hast du mal ehrlich mal endlich mal was vom Schurken, ey. Cool. Aber gehen wir. Wohin müssen wir? So. Ach, geil. Beides ist da so in der Nähe geklatscht.
Ach ja. Wo ist ein Sammler? Sammler. Ich will gucken, ob ich da was jetzt für Geiles eintauschen kann. Sammler. Wo ist der Sammler, verdammt? Ach, fuck drauf. Machen wir nicht, kein Bock. Alter, wie ist lag, nur wegen dieser Kacke, ey. Hast du das? So, wo lang? Hier lang. Oder? Oh, scheiße, ich habe eine Einung weggenommen. Hätte ich nicht machen sollen. Ich bin ein ehrlicher Kämpfer. Das freut mich. Es freut mich, dass du überhaupt wieder zurückgekehrt bist. Kannst du noch eine Ausbildung beginnen? Nein, natürlich nicht. Egal, gehen wir. Jetzt habe ich einen Cape, yo, jetzt sieht geil aus. Jetzt hast du mehr vom Schurken, gerade eben warst du irgendwie nur so ein kleiner Bandit. Jetzt hast du mehr was vom Schurken, du. Oh! Ah! Okay, greif mir an! Cool, wir sind fertig. Wir waren ja echt gut. So, Tor des schlafenden Drachen. Gehen wir mal. Wohin mit uns? Fest Blacklake Dagger auch von Konzern. Nach dem Blacklake Reisen dieses Brett können sie zu schwer für sie sein. Ach so, vom Level her. Ja, okay, dann gehen wir erstmal zum Pestturm. Dann müssen wir eh noch eine Quest erledigen. Wir müssen ja hier die Pest aufhalten und so, ne? Oh mein Gott. Ich hab's schon verstanden, du Spasti. Sind wir in neuen Gebiet. Ich bin ein ehrlicher Kämpfer. Ich bin ein Spasti. Das bist du. Verdammte Axt. Da steht oh nein und er sagt verdammte Axt. Das nenne ich spontane Synchronisation. Okay, was geht ab? In Ordnung, Leute. Wir werden das Gebiet sichern. Und nur danach werden wir den Turm betreten. Result weiß sicherlich, dass wir kommen. Und ich möchte keine bösen Überraschungen. In Ordnung. Das wird zu lange dauern. Er weiß, dass wir kommen. Aber ich werde den Bastard, der meine Dorothy auf dem Gewissen hat, nicht entkommen lassen. Ich werde einen anderen Weg ins Innere finden. Linkletter, wartet! Linkletter, bleibt bei der Gruppe! Bei den neuen Höllen. Er ist verdammt nochmal verschwunden. Okay, wir gehen rein. Alle Mann, folgt mir! Ich bin bereit. Gehen wir! Alle Mann, gehen wir. Achso, ich dachte schon, der bleibt einfach weiter stehen. So, Knoxybox, lasst uns mal Leute aufmischen. Ich bin jetzt so cool, ich bin bereit. Oh, Knox! Du hast ja was drauf. Oh nein. Autsch! Ich bin dran! Und tschüss. Ein Helm, aber bestimmt nicht für mich, oder? Nein! Nur für einen Glaubenskleriker, der bin ich nicht. Knox, gehen wir. Hallo? Das nenne ich mal geile Hilfe von Knox. Na gut, dann mache ich den Rest alleine. Jammerlappen. Oh ja. Da habe ich sie, wo ich sie haben wollte. Alle getroffen. Rex, wir brauchen sie nicht. Wir schaffen das auch ohne sie. Oh nein. Aua. Vielleicht habe ich da ein bisschen zu übereifrig gedacht. Aber egal. Und tschüss. Hey, das war nicht nett. Und wenn sie jetzt hierher kommen, lache ich. Gut, tun sie nicht. Aber das wäre echt erbärmlich.
Und das Ding ist geil. Behalte ich. Alles, was ich brauche, ja, den Gürtel kann man verkaufen. Ich glaube, den brauche ich nicht so. Aber die Stiefel will ich schon haben. Oh, jetzt muss ich zurück, weil Knox, diese behinderte Huren, nicht mal mit mir mitkommt. Ey. Ja, natürlich, ich muss mit ihm natürlich erstmal reden. Knox, los. Wir haben diese hier zwar erwischt, aber es gibt da draußen noch mehr Kreaturen. Wir dürfen sie nicht in die Stadt entkommen lassen, aber wir dürfen Linkletter auch nicht da drin seinem Schicksal überlassen. Es fällt mir aufrichtig schwer, aber ihr müsst euch zuerst in den Turm begeben und Linkletter finden. Wir werden hinterherkommen, sobald wir das Gebiet gesichert haben. Erst danach werden wir uns Resart vornehmen. Viel Glück, Feldwebel. So, jetzt dürfen wir gehen. Gott sei Dank. Der Fettsack ist ja schneller als ich. Das darf nicht passieren. So, jetzt dürfen wir erstmal da rein und Resart. Nein, achso, einige... Muss ich irgendwas noch machen? Nee. Passt doch. Ja, ja. Ist alles richtig. Lass uns reingehen. Oh Gott. Ein schlauer Kämpfer hört auf, wenn er auf der Siegerstraße ist. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, Leute, kann mir irgendjemand diesen behinderten Spasti mal vom Hals schaffen? Der kotzt mich langsam ehrlich schon an. Schwuchtel, ey. So, Linkletter! Ich habe Dorothea gefunden! Sie lebt, aber sie ist hier gefangen! Resart ist auf dem Weg hierher, um Magie wirken zu lassen, aber ich kann diese Tore nicht öffnen. Nehmt den anderen Weg! Dort gibt es Geheimtüren, durch die ich hierher gelangt bin. Wenn ihr sie gefunden habt, stoßt zu uns! Dann bekommt Resart keine Möglichkeit mehr zur Flucht! Wartet hier! Ich werde die Geheimtür finden! Gehen wir! Nicht, dass er stirbt, bevor wir dort ankommen. Wäre zu schade. Oh nein, Wichte. Böse Wichte und tschüss. Oh, Alter. Tschüss. Und tschüss. Und los geht's. Schnitzeljagd. Viel zu leicht. Irgendwelche Informationen, die man hier abgewinnen kann? Nein. Muss auch hier ein bisschen vorsichtig sein. Oh. Und tschüss. Keine Sorge, Rex. Brauchst du eine Ausbildung, dann schicke ich dich wieder los. Go. Den Rest handle ich fürs Erste alleine. Ich brauche das nicht unbedingt. So. Ja, ja, Fraps. Jetzt kannst du wieder gut zu mir sein. Und tschüss. Okay, das wird kein leichtes sein. Der Berserker, paar Wichte. Und tschüss. Ja, ja, nimm das. Das war's für dich. So, oh, das ist ein Rätsel. Rätsel gelöst! Alter, Mann, bin ich gut. Es wäre auch geil gewesen, wenn sie hier ein paar Rätsel eingebaut hätten. Also ich hätte mich schon gerne hier so Gedanken gemacht, wie man das... Oh, ich gehe mal lieber. Tschüss. Wie man das hier am besten irgendwie lösen hätte können. Aber so ist es irgendwie boring. So, das hier... Oh, warte. Erstmal die Truhe. Alles nehmen. Jetzt können wir... Okay. Hier muss Linkletter sein, oder? Bleib zurück, es ist eine Falle! Es ist keine Falle, Joseph. Es ist ein Experiment. Solchen berührter Linkletter. Tötet eure Freunde, während ich meine eigene Umwandlung vorbereite. Oh nein. Du bist ja genauso wie deine crazy Chick, Mann. Die ist ja genauso... behindert im Kopf wie du jetzt. Hoppa! Linkletter! Oh, scheiße. Oh, nicht schlecht, Baby.
Ist mir scheißegal, ich bring ihn um. Und tschüss.